Brawl Stars hat eine krasse Geschichte an Skins und auch wenn es mittlerweile fast tausende Skins gibt, gibt es immer noch welche, die es nie reingeschafft haben ins Spiel oder in Planung waren. Und in diesem Video werden wir uns diese Skins anschauen. Der erste Skin, den wir heute haben, ist der radioaktive Ash und... Viele von euch kennen den schon, weil der ist schon relativ berühmt. Ihr seht, er hat oben so Laborsachen. Er ist aus dem Labor ausgebrochen und er ist tatsächlich, wie der Name schon sagt, radioaktiv. Und ich würde diesen Skin so für 30 Gems ungefähr verkaufen, ich denke. Oder vielleicht auch für 80, ähm, wenn er noch einen krassen Schuss hat. Und äh, ihr seht, einfach radioaktiv. Er hat auch die radioaktiven Zeichen und alles. Und er ist eine sehr gute Skin-Idee. Also ich würde ihn auf jeden Fall reinbringen. Als nächstes haben wir den Automaten Rico-Skin. Und Rico ist ja... Schon ein Roboter, also warum kein Geldautomaten Rico? Und ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr nice Idee, weil er würde so auch noch Geld schießen. Ihr seht, er hat noch diese Geldpistole, die kennen von euch bestimmt äh, viele von euch. Und ich würde den so für 80 Gems verkaufen. Ähm, er schießt noch Geld, und ich glaube, der Skin würde so perfekt ins Game reinpassen. Er passt auch perfekt für Rico, also wirklich sehr, sehr nice Skin-Idee hier. Als nächstes haben wir die dunkle, dunkle Flamme Amber und dieser Skin würde ich nur für 30 Gems verkaufen, weil ich finde, das ist so eine andere Variante. Es gibt ja vom 8-Bit gibt es ja auch eine andere Variante, wie ein bisschen rot ist und das ist einfach die dunkle Flamme Amber. Die schießt dunkle Flammen, die schießt auch mit der Ulti dunkle Flammen und ich finde, dunkle Flamme Amber ist eigentlich eine ganz gute Idee. Auch der Style ist ein bisschen anders und das ist wirklich eine sehr gute Idee, also dieser Skin könnte für 30 Gems reinkommen. Als nächstes haben wir den Mecha Bull, Leute. Der Mecha Bull. Und der ist auf jeden Fall hier ein, auch ein nicer Skin, Leute. Ich würde den tatsächlich nicht kaufen. Aber ich könnt ja mal reinschauen, ob ihr den kaufen würdet. Ähm, der hat hier auf jeden Fall so. Der, man sieht wirklich, der ist komplett aus Metall. Und wenn er in einen reinfährt, dann hat er keine Chance mehr. Ich würde den Skin für 80 Gemset kaufen. Ich glaube, der kann auch noch so nice Stile haben. Er hat auch eine andere Waffe. Und ja, ansonsten. Finde ich den aber nicht so, so krass. Aber er ist wirklich schon ganz gut, muss ich sagen. Als nächstes haben wir den Space Edgar, Leute. Und äh, der ist auf jeden Fall auch wirklich nice. Er ist in so einem Astronauten-Skin, äh, Astronauten-Stil drin, Leute. Ihr seht auch, wer das erstellt hat. Das steht auch unten verlinkt in den Kommentaren. Und wir sehen hier, der ist tatsächlich im Weltraum. Und ich finde, Space Edgar wäre eine nice Idee. Die könnte man... Eigentlich so reinfügen. Ähm, ich würde den so für, was sagen wir, für äh, 100 Gems verkaufen, ich glaube, oder für 80 Gems. Ähm, Space Edgar, wirklich eine nice Idee, Leute. Und kommen wir zu einem meiner Favoriten, Leute. Der Pizza Bot Tick, Leute. Der es ist wirklich eine nice Idee. Einfach Tick als Pizzaboten verkleiden. Er schießt dann so Pizzen, oder äh, Pizza. Ihr seht da oben. Da ist so eine Pizza. Er schießt auf jeden Fall Pizza. Da hinten ist auch noch ein Pizzabote Spike. Und wirklich, der Skin wäre so perfekt für 80 Gems. Und ich glaube, den würden sich die meisten auch holen. Pizzabote Tick. Wirklich, nice, nice Idee. Äh, schießt auch Pizzen. Und der Kopf ist auch eine Pizza. Danke, Leute, fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn es wieder heißt, gehen Ideen bei...